So, wir werden uns jetzt einmal ganz genau damit beschäftigen, was gut und böse ist. Ich bin da so reichlich drauf eingegangen und du wirst immer mehr erkennen, und mit du meine ich den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Es ist die allerwichtigste Erkenntnis, die es überhaupt gibt, dass wir von dem reden, was hundertprozentig sicher ist. Und die Erkenntnis eines Geistes, dass alles, was er bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihm das bewusst wird, zu 99,99 Bündchen% Selbstlügen sind. Du wirst nie von irgendwelchen anderen belogen, sondern immer bloß von dir selbst. Es sind die ganzen Glaubenssätze, die du geistlos nachäffst. Was du von Holofeeling nicht bekommst, du bekommst keine einzige Aussage, was richtig ist, nur richtig ist oder nur verkehrt ist. Sondern ich erkläre dir jetzt erst einmal, dass das, was du zu sehen bekommst, deine eigenen selbst aufgeschmissenen Gedankenwellen sind. Du bist im Meer, immer. Es ist kein eigenartiger Zufall, dass die wörtliche Übersetzung des Wortes Gott in der hebräischen Bibel bzw. in der deutschen im Original, dieses El Hayom, heißt eigentlich Gott das Meer. Und als Gotteskind, als Geist in der Symbolik bist du jemand, der immer ist und dieses Meer auch nicht verlassen kann. Du kannst dich selbst nämlich nicht verlassen als Geist. Du kannst Sachen um dich herum dir ausdenken rein gedanklich. Sie sind aber trotzdem deine Informationen. Und darum sind diese Aussagen unendlich wichtig für dich. Und ich sage auch immer, ich betone, wie ich dick. Da kommen wir gleich dazu. Wir können das mit einem G und einem K schreiben. Das ist ja nur derselbe Laut. Bloß einmal weich und einmal hart ausgesprochen. Das ist sehr, sehr wie ich dick. Das heißt, das ist im Zentrum, das ist im Mittelsten, im absoluten Mittelpunkt. Und du bist der Mittelpunkt deiner Traumwelt, aus der alles entspringt. Wir machen hier keine Esoterik, keine Religion und schon gar keine vollkommen geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft. Das klingt jetzt so unendlich arrogant, wenn ich das behaupte, aber ich beweise das mit 100% Sicherheit. Du musst nur meine Gedankengänge mitgehen und es ist dazu nicht nötig, dass du über großes intellektuelles Wissen verfügst. Ich habe immer das Standardbeispiel, alles, was ich erkläre, kann mir jeder jetzt von dir ausgedachte 13-jährige Geist mit einer ganz normalen Standardschulbildung nachvollziehen. Das sind zum Beispiel die Behauptungen, dass ich in deinen Physikbüchern dir nahezu auf jeder Seite so eklatante, geistlos nachgeäffte Widersprüche demonstriere, wo jeder 13-Jährige eigentlich ganz klar, hundertprozentig sicher erkennen kann, dass innerhalb deines logischen Kontextes niemals so in der Vergangenheit gewesen sein kann. Das sind diese Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen. Und ich steige jetzt einmal sofort ein mit einer christlichen Offenbarung. Und du musst dich jetzt erst einmal loslösen. Ich sage, wenn in einem normalen Gespräch unter normalen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, schon das Wort Gott fällt, wirst du nicht mehr für voll genommen. Das ist das große Problem, das ist die Entheiligung. Holofeeling hat nicht das Geringste mit irgendeiner von dir ausgedachten Religion zu tun. Ich weise immer wieder darauf hin, all diese religiösen Menschen bis hin zu den Esoterikern oder sogenannten selbsternannten Spiritualisten, die sind nahezu alle, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, tiefgläubige Materialisten, die unbewusst chronologisch denken, die Feindbilder postulieren. Ich postuliere nicht ein allereinziges Feindbild. Ich sage im Gegenteil, liebe deine Feinde. Ich könnte die Feinde auch das Verkehrte nennen, die Kehrseiten nennen, weil du wirst deine Vollkommenheit nie bewusst erleben, solange du permanent Einseitigkeiten anstrebst. Und wir springen jetzt da direkt einmal rein. Das wird jetzt das neue Update. Das ist im Bearbeitung. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Wir gehen jetzt hier mal. Wir haben also diesen Grundtext noch nicht. Du wirst es sehen. Es geht also hier jetzt erst einmal um den Bellizismus. Das heißt, wer ist eigentlich schuld an dem Bellizismus? Und du wirst jetzt schon merken, wenn du darüber sehr gute Allgemeinbildung verfügst, dass du mit dem Wort Bellizismus nichts anfangen kannst. Das kommt vom lateinischen Wort bellum. Und das heißt schlichtweg und einfach Krieg. Den Krieg betreffen, zum Krieg gehöre ich. Auch die Kriegsverherrlichung, das ist ja das große Thema, das wir jetzt haben. Aber bevor ich auf diesen Krieg eingehe, du kriegst das, was du dir selbst erschaffst, mit einem geistlosen, einseitigen Nachgeäffe. Und jetzt will ich eine gewisse Vorstellung dir zuerst einmal zeigen. Und zwar gehen wir hier in diese Offenbarung vom 15.18.
1944. Wir denken uns jetzt aufgrund dieses Datums eine Vergangenheit aus. Und das erste Baholo-Feeling ist, dass alles, was du zu sehen bekommst, ist hier und jetzt eine Information von dir, es muss sich in deinem roten Kopf befinden und du bist der Einzige, der das, was du jetzt erlebst, der das erlebt. Deine Informationen erlebt kein anderer Mensch. Ich betone es gebetsmühlenhaft. Und wenn du nur einen Hauch von Bewusstsein hast, musst du das akzeptieren. Und du wirst jetzt feststellen, dass der Großteil deiner Informationen Interpretationen von Reizauslösern sind. Das ist, wenn du zum Beispiel dir einen Film anschaust, wenn du dich an den Computer hinsetzt, deine Internetseite aufrufst, wenn du in der Zeitung reinschaust, da wirst du zuerst einmal konfrontiert mit Worten. Diese Worte, ich betone das immer wieder, die können entweder optisch auf einem Monitor oder auf einem fetzen Papier in Erscheinung treten, sinnlich wahrgenommen. Es ist eigentlich genau genommen eine Information auf deiner VR-Brille. Geh mal davon aus, du hast der VR-Brille auf. Das wird von innen angesteuert und wir hören uns jetzt hier dieses Selbstgespräch einmal ganz, ganz bewusst an. Ich nenne das auch ein Selbstgespräch. Und zwar ist es die Ohrenbadung, ist auch eine Ohrenbadung 3222. Und zwar geht es hier um den Wortstreit mit erleuchteten Menschen. Es gibt bloß ganz, ganz wenig erleuchtete Menschen und die werden auch nicht streiten. Darum ist das schon ein Missverständnis. Aber lass uns das einmal gemeinsam anhören und ich will das etwas interpretieren, dass wir uns das genauer anhören. Es gibt darüber nichts zum Diskutieren. Wenn einer diskutieren will, dann haben wir wieder das Problem und das ist jetzt auch mit dem Griech. Wer ist schuld? Ist jetzt eine Welle ein Berg oder ein Tal? Und das ist eine ganz, ganz dumme Frage. Weil du solltest wissen, dass das eine ohne das andere nicht gibt. Und bitte schau unten rechts das kleine Bild des Pixelmännchen in der Aufnahme an. Es ist jetzt auch die Frage, dass ich jetzt zum Beispiel dich frage, ist jetzt Hitler eigentlich ein Guter gewesen oder ein Schlechter gewesen? Der Schlechte ist natürlich, dass der Schlechter schon, der abmetzelt, der Leute umbringt. Was kannst du dazu sagen? Nur das, was du vom Hirn sagen kennst. Genau. Selbst wenn du sagst, mein Opa hat mir erzählt und er hat ihn, dann ist es trotzdem vom Hirn so. Genau. Was aber jetzt wichtig ist bei einer Welle, es ist auch mein Kegelbeispiel. Wenn du einen Kegel nimmst und du vergrößerst den Kegel, wir haben zwei Perspektiven, das ist der Kreis und das Dreieck und viele Zwischenperspektiven. Zweidimensional gesehen muss dir klar sein, umso größer das Dreieck wird, wenn du einen Kegel anschaust von einer Seite oder einen Schatten davon anschaust, umso größer wird auch das Dreieck und umgekehrt. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Hitler ausdenkst, der total, total böse ist, muss zwangsläufig im selben Moment bei der Gedankenwelle auch die gute Seite extrem groß werden. Und du wirst feststellen, was für einen Hitler denkst du dir aus, plus einen, den du vom Hörensagen kennst, und das ist jetzt einmal ganz normal programmiert, der Böse. Das ist der böse Hitler. Dann können wir aber reingehen und können uns Hitlerreden einmal Auszüge anhören und dann wirst du feststellen, die Reden, da wirst du teilweise entsetzt sein. Es ist hier in vielen Reden die komplette, exakte Beschreibung der Jetztzeit, die du jetzt vorfindest, wenn du deine Nachrichten einschaltest. Ja. Genau dasselbe können wir machen, wer ist jetzt eigentlich böse? Der Russ oder die NATO? Und du kannst nur schauen, welche Meinung du vertrittst. Aber es ist eine Meinung, die du nachäffst, eine Einseitigkeit. Und bei Holofeeling, ich erkläre dir nicht, welcher von beiden böse oder schlecht ist, sondern ich sage, schaut's erst einmal. Und das ist auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Du beobachtest dich und du machst dir als Geist zuerst einmal bewusst, welche Einseitigkeit dir zurzeit deine Logik aufzwingt, mit welcher Seite du sympathisierst. Betonung liegt auf Sympathie. Mit welcher Einseitigkeit du mitleidest. Und du wirst feststellen, dass du zuerst einmal das komplett um 180 Grad auf den Kopf stellen musst. Um in die Mitte zu kommen, brauchst du ein Gleichgewicht, dass alles, was du als extrem böse definierst, musst du auch als extrem gut definieren und umgekehrt. Und erst dann bist du in der Lage, den Mittelpunkt zu finden. Das Corona ist jetzt ziemlich vom Tisch, zumindest oberflächlich, weil wir ein neues Hauptthema haben. Und ich betone immer wieder, es geht nicht darum, dass du dich entscheiden müsstest, ob du jetzt für oder gegen das Impfen bist. Die größere Frage ist, wer denkt sich die zwei Möglichkeiten aus? Genau. Wer denkt sich diese Gedankenwelle aus? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Und dann kommen wir zum geistreichen Reden. Und ich behaupte jetzt, und ich sage ich jetzt nicht der Lautsprecher oder das Pixelmännchen, und dann doch wieder irgendwie. Das sind die zwei Seiten.
Dir muss zuerst eins klar sein. Ich erkläre dir, dass du jetzt träumst und alles, was du zu sehen bekommst, sind deine Informationen. Es muss deine Information sein. Hör dir die vorhergehenden Selbstgespräche an. Das ist wirklich in tausenden Variationen erklärt. Wenn du das immer wieder vergisst, dann bist du selber dran schuld. Und du vergisst sehr, sehr viel, sehr schnell von Holofeeling. Du stürzt immer wieder in diese einseitigen Interpretationen rein. Und das Hauptproblem, du brichst ständig das erste und das zweite Gebot, wenn du ein religiöser Mensch bist. Du machst dir ein Bild von dir selbst, ein Gedanke, einen Trockennasenaffen, einen Körper, mit dem du dich nach wie vor ganz massiv verwechselst, den du versuchst am Leben zu halten. Und dir wird irgendwann einmal klar sein, dass das nur ständig wechselnde Informationen sind. Du kannst eine Information nicht am Leben erhalten. Das kann ich dir nochmal tausendmal erzählen. Entweder du erkennst es als dein eigenes Problem, das von dir selbst vorgelegte, oder du lässt es sein. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, hast du ein riesengroßes Problem, wenn du das nicht akzeptierst, weil ich dir nochmal sage, es ist nicht mehr viel Zeit, dass du irgendwann umschwenkst. Ich habe mir schon überlegt, ob ich dieses Selbstgespräch nenne, willst du den totalen Krieg? Du kriegst sogar einen Atomkrieg. Und alle Menschen, die du dir ausdenkst, werden in diesem Traum von dir ausgedacht, die werden diesen Krieg erleben und dann doch nicht erleben, weil den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Aber Schuld, um das ganz klar zu machen, ist nicht der Putin, den du dir jetzt ausdenkst, und es ist auch nicht diese extrem verlogene Presse der Welt, der du anhangst. Schuld bist du selbst. Weil du wieder besseren Wissens nicht auf göttliche Gebote und göttliche Worte hörst. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Neues Testament, sagt der Christus, den wir uns jetzt ausdenken. Angeblich hat er das gesagt, habe ich aus das Buch heraus. Und ich werde dir zeigen, dass das alles vollkommen kleingeistige, geistlose, genau genommen geistlose Idioten sind. Ich neutralisiere das einmal, indem ich sage, es sind schlichtweg und einfach nur Antagonisten in einem Traum, den du träumst, die sich nicht raussuchen können, dass du sie so träumst, wie du sie träumst. Ein Putin entsteht hier und jetzt in deinem Kopf als ein Gedanke, wenn du ihn denkst, und dieser Gedanke, dieser Putin wird genauso sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und das gilt für alle anderen Menschen, die du dir ausdenkst auch. Selbst für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und jetzt hören wir da mal rein. Kundgabe 3222. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1944. Wortstreit mit Erleuchteten. Das ist übrigens ganz nebenbei die 15. 10, 5 gelesen ist ja, ist die Kurzform von Gott. Die 8 steht für die große Kollektion des Chat. Im Hebräischen Chit geschrieben, der Einzelbuchstaben ist das Leben, das Lebendigkeit schlechthin. Die 19 ist eine göttliche Spiegelung oder eine intellektuelle Spiegelung. Und da haben wir Hüben 4 und Drüben 4, das ist unser Tetraederkristall. Das gilt jetzt für diese 4 Seiten rot, 4 Seiten blau, wobei man ja immer nur die Dreier dann sieht, die Reihe. Und das ist das hebräische Wort für Kind. Genau. Das heißt, die intellektuellen Spiegelungen eines Kindes, und da braucht es erst einmal einen Gott, der braucht eine gewisse Kollektion, ein Chit, ein Leben, das durchaus gespiegelten, aus göttlichen oder intellektuellen Spiegelungen bestehen, die sich in diesen Tetraederstrukturen, in dieser 8, Hüben 4 und Drüben 3 und Drüben 3 beziehungsweise 4, immer das D-Rei sind 4 Spiegel. Wollte ich jetzt nur ein bisschen anwenden, aber jetzt schauen wir mal, was jetzt da erklärt wird. Den Menschen. Vom Geist Gottes erleuchtete Menschen verfügen über ein Wissen, dass sie unbedenklich reden können, so dies von ihnen verlangt wird. Sie werden sich niemals zu fürchten brauchen, einer Frage nicht gewachsen zu sein. Denn nicht sie sind es, die verstandesmäßig Antwort geben, sondern der Geist in ihnen antwortet, was ihm auch für eine Frage vorgelegt wird. Phänomen, das wirst du in dir entdecken, dass dir wirklich alles, was wichtig ist, einfällt. Und alles, was du jetzt mit deiner Logik noch magst, ist ein geistloses Rezitieren. Das ist so, wenn du bemüht bist, zum Beispiel ein Kind was zu erklären oder jemandem was zu erklären, und deine Triebfeder ist nicht, einen Menschen zu manipulieren oder in eine Einseitigkeit zu ziehen, sondern ihn aufzuklären über das, was hundertprozentig sicher ist. Was jetzt der Brösel-Udo, dieses Pixelmännchen in dir macht, der Lautsprecher in dir macht, als ausgedachter Mensch, ist eigentlich ein Selbstgespräch. Es erübrigt sich schon, wenn du jetzt träumst. Weil nämlich eine eigenartige Situation da ist. Wenn du jetzt träumst, kommt alles aus dir selbst. Und du musst es irgendwann einmal akzeptieren. Das heißt, egal wer
in dir jetzt auftaucht, ob das ein Gedanke ist, ob es eine Lautsprecherstimme ist oder ein sinnlich wahrgenommener Mensch, es sind Antagonisten in deinem Traum, ein Traum, der von dir geträumt wird, das ist der Quantensprung in eine vollkommen neue Logik. Und zwangsläufig werden sämtliche Menschen, die in dir in Erscheinung treten, jetzt ganz normal Menschen als Trockennasen auf, werden das erklären, erzählen, zu dir sprechen, was du träumst. Es kann nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, anders sein, wie er von dir geträumt wird. Und jeder Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, auch wenn es nur ein Gedanke ist, der entsteht hier und jetzt in deinem Kopf. Er muss eine Information von dir sein, dass du das überhaupt wahrnehmen kannst. Und bei dem ständigen Wechsel von Informationen ändert sich nicht das Geringste an dem Geist, der diese ständige Veränderung seiner Informationen wahrnimmt. Das ist jetzt das, wo ich sage, das bist du. Und du wirst auch merken, wenn du jetzt deine Rolle spielst, als Person, wenn du nicht in die Vergessenheit gehst, dass der träumende Geist, und jetzt bitte genau zuhören, ist genau genommen nichts anderes wie ein bewusster Schauspieler. Was meine ich damit? Ein bewusster Schauspieler, der spricht einen Text, ein Drehbuch. Da haben wir jetzt die Dora, die Reihe, das Volumen. Der spricht einen Text, so wie der Autor das festgelegt hat. Ich mache jetzt wieder eine klassische Theaterrolle, ob das der Hamlet ist, ob das egal was es ist. Er spricht nur eins zu eins diesen Text des Drehbuches und er vergisst nicht eine Sekunde, dass er ja nicht dieser Mensch ist, den er auf der Bühne verkörpert. Genau. Was noch interessant ist, er spielt Gefühle, Angst, Trauer, alles Mögliche an Gefühlen, die er selber eigentlich gar nicht in der Form erlebt, weil es ist ja nur gespielt. Genau. Und dasselbe ist jetzt eigentlich als träumender Geist, erlebst du eine Welt in dir, und dich selbst als Protagonisten, was aber du keine Sekunde dabei vergisst, wenn du ein bewusster Geist bist, dass das wirklich bloß eine Rolle ist, die du spielst. Wie auf einer Theaterbühne. Bloß, dass sich jetzt das ganze Theater und alles in dir selbst abspielt. Und darum ist auch das Wissen, das in dir hochkommt, diese Ideen, die Einfälle, die du aus der tiefsten Inneren hast, du wirst von mir unendlich inspiriert. Das ist zum Beispiel immer das Angebot, wo ich jetzt einmal fiktiv mache, dass ich immer nur sagen kann, und darum dreht es sich jetzt eigentlich nicht, weil es geht, du bist die Hauptrolle, der Protagonist, dass ich in meinem Leben die letzten, und jetzt rede ich als Brösel Udo, mit sehr, sehr vielen, die letzten 30, 40 Jahre mit unheimlich vielen Menschen und hochdotierten Professoren in allen möglichen Fachgebieten zusammengekommen bin, ob das Ärzte sind, ob das Physiker sind und Chemiker sind. Und wenn du dich jetzt zu dieser Konsorten zählst, die wird es nicht anders ergehen. Die meinen, die erklären mir, was richtig ist und dass ich ein Spinner bin. Und die sind alle extrem gedemütigt, geduckten Hauptes wieder abgezogen, weil ich ihnen auf die Art und Weise, wo du jetzt hier in diesem Selbstgespräch hörst, schlichtweg und einfach hundertprozentig sicher bewiesen habe, dass sie an Lügen geglaubt haben. Es ist ganz leicht. Denn er allein kann die rechte Antwort geben. Und er bleibt sie auch dem Menschen nicht schuldig, der solche begehrt. Und darum ist mit einem vom Geist Gottes erleuchteten Menschen nicht leicht zu rechten, das heißt zu streiten über geistige Fragen. Denn du kannst prinzipiell mit einem geistreichen Menschen nicht streiten, weil bei Holofeeling, und damit brauchst du Holofeeling, bei Holofeeling ist die erste Grundprämisse, dass egal was einer behauptet, er hat recht. Genau. Ich verweise nochmal vorhergehend an das Selbstgespräch, an dieses Buch Selbstgespräch Holofeeling für Neugierige. Dieser kleine Dialog, jeder hat recht, nein, das, so kann man das nicht sagen, es hat nicht jeder recht. Doch, jeder hat recht, aber immer nur ein bisschen. Einem normalen Menschen ist nicht bewusst, dass er aus einer riesengroßen Kollektion immer bloß eine kleine Seite herauszieht, man nennt es auch aus dem Zusammenhang gelesen, aus dem Zusammenhang gedacht, was man eigentlich gar nicht auseinanderreißen kann. Ich kann das gedanklich zerdenken, es ist wie mit den Filmen. Es ist, du hast auf eine Datei, eine Filmdatei, wo alle Bilder und alle Geräusche jetzt gleichzeitig da sind in einem Kontinuum, einer, was wir einfach eine Datei nennen. Und sobald es zu existieren beginnt, heben wir nur kleine, kleine Facetten, Einzelbilder oder sonst was aus dieser Datei heraus, ohne aus der Datei was herauszunehmen. Schau bitte das kleine Bild in kleinen Udo an. Wir nehmen was heraus, ohne das herauszunehmen. Es wird eigentlich nur herausgespiegelt.
Die Heiligkeit wird dabei nie zerstört, wenn man das Prinzip verstanden hat. Das ist jetzt wieder, wir sind bei der Einseitigkeit, wenn einer behauptet, eine Welle ist ein Berg. Oder der andere sagt, nein, nein, eine Welle ist ein Tal. Soll ich jetzt behaupten, dass der eine oder der andere bloß recht hat? Ich sage, ihr habt beide recht, aber nur ein bisschen. Und ihr habt zwei Kehrseiten. Wenn zwei streiten, freut sich eigentlich der Dritte, der die zwei Deppen beobachtet. Du kannst jetzt die zwei zum Beispiel Russland und die NATO nennen. Aber du wirst keine Schuldzuweisung machen, wenn du das Prinzip verstanden hast. Weil Schuld, Schuld, eine Schulöffnung, ist immer für den, der sich's ausdenkt. Du bist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, um irgendwann einmal ein geistreicher Führer zu werden. Denn dieser wird aus jedem Wortstreit als Sieger hervorgehen. Das ist das, was ich dir versucht habe, gerade zu erklären. Nicht, weil ich rechthaberisch bin, sondern weil ich das da mal sage, das, was du glaubst, ist unheimlich wichtig. Ein wichtiges Puzzlestückchen. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, dann werden dir die Augen aufgehen, wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott, sagt die Nachasch, die Schlange. Dasselbe Wort hast du auch Wahrsage. Und ich sage jetzt, wenn du von einer Batterie über eine Leitung, eine Metapher, ein Lämpchen anschließt und den Plus- und den Minuspol über die Lampe verbindest, dann brennt das Licht. Was hältst du von jemandem, der den Minuspol abisoliert und bekämpft und will mit dem Minuspol nichts zu tun haben? Wie viele tausende Male erkläre ich, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Frag einen Bauern. Ich fange da nicht nochmal an. Aber wie sieht es aus, wenn ich sage, was ist besser, Gesundheit oder Krankheit oder Krieg oder Frieden? Es ist kein Unterschied, du benötigst beides. Habe ich mich übrigens als Kant und Hegel extrem vielseitig darüber aufgelassen, wenn man die ganzen Werke, die haben mal die große deutsche transzendentale Philosophie studiert. Mit Einseitigkeiten und mit materialistischer Logik im Hintergrund kommst du da nicht weiter. Die Zerstörung ist wichtiger wie das Wachstum. Der Säugling muss zerstört werden, dass er Schulkind wird. Das Schulkind muss zerstört werden, dass es Erwachsener wird. Tausendmal erkläre ich das. Vor was hast du eigentlich Angst, dass du deinen Körper verlierst? Du brichst das erste Gebot. Und solange du das in dir selbst nicht änderst, wirst du leiden. Und du hast keine Vorstellung, was für Möglichkeiten ich habe, dir deine Einseitigkeiten in dir selbst zu verwirklichen. Und umso einseitiger du wirst, umso mehr wirst du in einen Wahn verfallen. Und ich sage dir nochmal, ich gebe dir mit Holofeeling den Schlüssel, dass das alles in dir aufhört, dass du in einen vollkommen neuen Bereich trittst. Aber ich zwing dich nicht dazu. Ich drohe dir nicht. Ich warne dich. Aber nicht mehr oft. Und er kann darum unbesorgt jede Prüfung an sich herankommen lassen. Er wird nicht versagen und keine Frage wird ihn unsicher machen können. Denn er weiß mehr wie jene, die ihn in Verwirrung setzen wollen. Er weiß mehr. Das Mehr ist UB 86 Elayon. Der ist nichts und alles gleichzeitig. Es kann nichts in dir auftauchen, was nicht vorher in dir drin gewesen wäre. Das Gehwesen, das geistige Wesen. Und was auftaucht, sind immer nur Facetten von Facetten. Und es ist alles, in Wirklichkeit ist alles ganz, ganz anders. Sein Wissen ist tiefgründig. Er kennt alle Zusammenhänge und er wird auch darüber reden können, weil ihm nichts fremd ist und der Geist in ihm unentwegt tätig ist, insbesondere so er sich verantworten soll. Ist also die Zeit gekommen, dass von einem Menschen Rechenschaft gefordert wird, der als Diener Gottes auf Erden mit ihm selbst in Verbindung steht, dann wird auch offensichtlich der Erfolg dieser Verbindung in Erscheinung treten. Es wird der Mensch von göttlicher Geisteskraft durchflutet sein. Er wird ohne Scheu reden können und seine Reden werden weise sein. Er redet aber nicht zur Masse, sondern bloß zu Geist. Das ist der große Unterschied. Ich rede nicht zu irgendwelchen Antagonisten in meinem Traum, sondern ich rede zu denjenigen, der mich jetzt ausdenkt. Mich. Was bin jetzt mich? Wieder denkst du jetzt wieder an einen Menschen, an einen Udo Petscher? Der ist ein Gedanke in deinem Kopf. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt an Udo Petscher denkst oder an ein grünes Maßmännchen? Jetzt schau, was du glaubst. Oder an Osterhaus.
Ja, Ostasien, grüne Massenmännchen gibt es ja da außen nicht, aber den gibt es da außen. Und dann Putin gibt es da außen und die Politiker, und Scholz gibt es da außen und dann Lauterbach. Bist du dir sicher? Ist das hundertprozentig sicher? Es ist hundertprozentig sicher, dass das jetzt eine Information, ein Gedanke, einfach nur ein Gedanke ist, den du vom Hören sagen kennst. Weil ich gehe mal davon aus, dass du zu dieser Masse von kleingeistigen Idioten kennst, die das zweite Gebot brechen. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und dazu zählen auch die ganzen Trockennasenaffen, die du Menschen nennst. Vernunftbegabte Lebewesen. Vergiss es. Die sind so unendlich weit weg von der Vernunft. Sich nicht beeinträchtigen lassen in seinen Ansichten. Er wird sie vertreten, weil er sie begründen kann. Und alle Worte werden ihm gegeben werden von innen. Alle Worte werden ihm gegeben von innen. Es wird dir alles von innen gegeben, wenn du träumst. Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus einem absoluten Nichts. Dieses absolute Nichts, im Hebräischen nennt sich das ganz einfach All. Wir können das auch El aussprechen. Das ist Gott. Das ist die Kraft, die Macht und das ist das absolute Nichts. Und wenn wir das spiegeln, die Implosion der Welt, der Urknall, bevor er geknallt hat, auch die Physikbücher, alles stimmt. Ich betone das immer und immer wieder. Aber lass uns hier mal kurz weitermachen. Ich will nicht so arg mich verurteilen. Er wird nur aussprechen, was ihn der Geist in sich zu reden heißt. Der Geist, der den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, das sprechen lässt, ist der, der mich jetzt träumt. Es ist der Geist, in dessen Traum ich jetzt als Pixelmännchen, als Lautsprecherstimme aufgetaucht bin. Alles, was ich dir erkläre, bekomme ich von dir. Das ist die vollkommene Bewusstsein in einer Inkarnation, dass ich weiß, ich bin eine Figur, die von einem Geist ausgedacht wird. Jetzt ist natürlich in meiner Situation ist es eigenartig, weil ich jetzt zum Beispiel sage, ich denke ja jetzt an den Udo. Dann bin ja ich der, der dem Udo die Gedanken eingibt. Ich denke aber auch an den Redo. Ich denke jetzt auch an den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Und du wirst feststellen, da gibt es dann Stufen, die sind tiefer, die gehen in die andere Richtung. Da bin ich auch tausendfach drauf eingegangen. Das ist dieses Ich bin du. Bist du schon ich? Bist du schon der, der sich alles bewusst ausdenkt? Bist du der, dem bewusst wird, dass in dem Moment, wo ich jetzt an einen Menschen blau normal gesprochen denke, egal wo ich mir den räumlich oder zeitlich hindenke, dass ich den hier und jetzt aufgrund meines zum Denken benutzten Intellekts in mir erschaffe? Den Sokrates genauso wie den Einstein oder den Redo oder den Udo Petscher oder den Lauterbach oder den Budin. Und diese Figuren, die ich jetzt immer nur jetzt in mir erschinaffen kann, die werden genauso sein, qualitativ oder charakterlich, wie ich sie mir ausdenke. Die können nicht anders sein. Also nimm doch endlich einmal die Schuld auf dich und begreife, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, schuld ist, dass du ihn jetzt denkst und dass du ihn dir so denkst, wie du ihn dir denkst. Und du wirst bis in Nimmerleins doch warten, wenn du darauf hoffst, dass irgendwelche Menschen, die du jetzt denkst, ganz abstrakt, dass die in der Lage sind, deine Traumwelt zu verbessern. Der Einzige, der deinen Traum verbessern kann, das bist du selbst. Du musst dir halt was anders träumen, was anders denken. Und dazu müsstest du einfach auf andere Daten, auf neue Informationen zurückgreifen, die in dir drin sind. Aber du wiederholst der Gebetsmannhaft immer nur deine Einseitigkeit. Und wieder ist dies ein Zeichen der göttlichen Liebe, die sich offen kundgibt. So der Mitmensch prüfen will, inwieweit er rechtes Wissen besitzt. Soll man natürlich immer unterscheiden, rechtes Wissen oder linkes Wissen. Und jetzt musst du die Trinität verstehen. Holofeeling beginnt mit einer Kleinigkeit, dass du zuerst einmal feststellst, wenn wir von einem Dark reden, der rote Dark, kleines 1x1 von Holofeeling. All die Hasen kennen das seit 25 Jahren. Jetzt gedacht natürlich, weil es in der Vergangenheit nie was gegeben hat. Ein Dark, 24 Stunden, schau das kleine Bild an, hat zwei Hälften, wir sind wieder bei unserer Welle. Eine helle und eine dunkle. Interessant ist, du nennst die helle Hälfte genauso wie das heilige Ganze. Der Dark, die helle Hälfte nennst du jetzt, ist es Dark und die dunkle Hälfte nennst du Nacht. Und dasselbe ist mit der Liebe. Ich rede, wenn ich von Liebe rede, rede ich von der roten Liebe. Und die Liebe ist wieder, Dark hat zwei Hälften. Die eine nennst du lieben und die andere nennst du hassen. Und das sind nur die Spiegelungen. Und jetzt könnte ich viele, der Kegel hat zwei Hälften, nämlich ein Kreis und ein Dreieck.
Aber KGL hebräisch geschrieben heißt wieder wie eine Welle. Du kommst aus diesem System von Holofilling in dieser einfachen Form gar nicht heraus. Also musst du zuerst einmal in die Mitte in einen heiligen Zustand kommen. Was Gott zur Erde leitet, das wird er auch zu schützen wissen. Und darum lässt er sein Wirken offensichtlich werden. Er spricht durch den Menschen und seine Stimme wird erkannt werden von denen, die gläubig sind oder mit ernstem Vorsatz an die Prüfungen herangehen, das ihnen als Wahrheit Erscheinende anzunehmen. Die Wahrheit Erscheinende ist schlichtweg und einfach, ich sage, halte ich einfach an das, was hundertprozentig sicher ist, und was hundertprozentig sicher ist, ist das, was jetzt da ist. Darum mache ich Cut, schau einfach, was jetzt da ist. Es ist hundertprozentig sicher, dass du jetzt in diesem Moment, dein Körper nur existiert, wenn du an deinen Körper denkst. Und ich sage jetzt, reduzieren wir den Körper und ich sage jetzt, denk an deinen rechten Fuß, an die große Zehe und wackel mit der großen Zehe. Ich mache das tausende Male. Wo war die ganze Zeit? Da müsste dir klar sein, dass die nicht existiert hat. Wie kannst du glauben, dass der ganze Schwachsinn, den du nachäffst, aus Physik, aus Religion hundertprozentig sicher ist? Es sind Dogmen, es sind programmierte Dogmen, die man hier und jetzt der symbolisch in deiner angeblichen Vergangenheit, in Elternhaus und Schule in dich einprogrammiert hat. Gleichgültig um welchen Glauben es geht, um religiösen Glauben, um naturwissenschaftlichen Glauben, um medizinischen Glauben, es ist alles geistloses Geschwätz. Ich sage dir nochmal, du bist in einer Matrix, im Anfang ist es Programm, das Programm ist dein erster Schwamminhalt, das ist der Glaube, den du jetzt zu durchschauen hast und der ist so massiv voller Fehler und Widersprüche in Physikbüchern überall und ich betone immer dazu, auch in Religionsbüchern, es dreht sich hier letzten Endes nicht, dass die Schriftzeichen, die Formeln, die in dir auftauchen, dass da irgendwas nicht stimmt. Es geht um die einseitige Auslegung. Ich würde jetzt gerne mal die in den Tenach, in die Original-Torah reingehen oder wir schauen uns zum Beispiel nur einen Psalm an, irgendetwas. Und dann wirst du feststellen, die Erkenntnis, dass wenn hier Mensch steht, es ist sehr entscheidend, steht da Adam oder Enosch. Wenn da Ich steht, steht da Ani oder Anoki. Diese Übersetzungen sind so extrem trügerisch. Wir können ja gerne mal eigentliche Beispiele machen. Das heißt, diese Auslegung deiner Theologen sind das Problem, deiner Pfarrer, deiner, egal in welcher Religion du dich befindest, die äffen doch auch bloß nach und predigen Feindbilder durch die Bank. Die Krone der Schöpfung, das Große ist das Christentum. Ich gehe jetzt nicht von christlichen Strömungen, sondern es geht um einen Kontext, wenn du das wirklich studierst. Weil das die Vereinigung ist, dieses Liebe deine Feinde hast, liebe all die Perspektiven, die in dir auftauchen. Und du musst dich nicht für irgendeine entscheiden, was ist richtig, was ist verkehrt. Ist jetzt ein Welle, Berg oder ein Tal? Wie oft sage ich das? Oder komplex, ist jetzt eine Wohnung, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und so weiter und so weiter. Deine Wohnung zurzeit, wir Lateiner nennen das Thalamus. Du lebst zurzeit in einem Schlafzimmer. Das spielt sich alles in deinen Thalamus ab. Das ist eine Gehirnregion, wo deine ganzen Sinnesorgane angeblich von außen Signale in dich, in dein Gehirn reinbringen. Da kommt nichts von außen. Oder genau genommen lebst du auf einem Klo. Watercloset. Ein Scheißhaus. Voller Exkremente und irgendwann musst du mal den Dreck, der Eck, musst du den Dreck wegmachen, den du dir selber ausdenkst. Das macht kein anderer. Nur du kannst dich reinigen, reinigen. R steht für unseren Kopf. Der Rei, das Rosch, das Groß, das Ross. Wenn man Holofilling die Sprache versteht, da hast du da einen ganz anderen Background. Diesen kommt Gott entgegen, indem er ihnen erleuchtete Menschen gegenüberstellt. Das sind jetzt so kleine Brösel, wenn eventuell welche in dir auftauchen, die müssen nicht sinnlich wahrgenommen in dir auftauchen. Hör dir ganz einfach Selbstgespräche. Und da gibt es viele andere übrigens auch, die in die Richtung mittlerweile gehen. Aber du wirst merken, Holofilling liegt da nochmal eine ganze Schippe drauf. Das heißt dazu, wenn man mit Holofilling sich ein bisschen mit den Grundlagen angefreundet hat, du wirst 99,9% von irgendwelchen Erklärvideos nach spätestens 2 Minuten ausmachen, weil du merkst, dass wieder irgendein raumzeitliches Geschwätz von sich sabbert, ohne darauf hinzuweisen, dass er sich jetzt wieder was in die Vergangenheit denkt und lässt es so stehen, als wenn es in der Vergangenheit gewesen wäre. Genau. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Axel Klitz nehme,
Ganz tolle Videos über Pyramidenmaße. Das ist auch so eine Kleinigkeit hier, wenn wir uns das hier anschauen. Da will ich jetzt aber gar nicht reingehen. Das muss göttlich sein. Das erkennt ihr, dass das Zoll, wer hat diese Maße festgesetzt? Warum ist noch nie einen aufgefallen, dass da auch in der eigenartigen Reihe das klassische Zoll ist definiert 1 durch 0,3937. Wenn du das jetzt um eine Stelle verschiebst, schau mal 254, 508, 1016, 2032, die Reihe geht ins Unendliche weiter. Mhm. Wer hat jetzt den Zoll oder den Meter so definiert? Es taucht in dir auf. Es ist ein arithmetischer Zusammenhang, weil du ihn an der Matrix hängst. Mhm. Aber was jetzt hier ist, wenn du dem Reden hörst, den Pixelmännchen zuhörst, da hat es eben die Ägypter gegeben und dann haben die das entdeckt vor so und so viel hundert oder so und so viel tausend Jahren oder das gemacht. Das ist das Trügerische. Es gibt keine Stille, Stehen wird die Zeit. Es gibt nur noch jetzt in unserer transversalen Hierarchie. Lass uns den Kauf fertig machen. Und von Ihnen nun eine rege Gedankenarbeit fordert, nämlich, dass Sie sich selbst hineinversenken in Fragen, die aufgeworfen werden. Und das du musst dich hineinversenken in eine Frage, die aufgeworfen wird. Das heißt, du hast bis jetzt immer den Wellenberg angeschaut und angehimmelt und jetzt senkst du dich in dich hinein und schaust da mal, was ist eigentlich die Gegenseite in dir drin? Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einmal eine ganz grobe Metapher, wenn du bei einer Firma als Programmierer arbeitest, du programmierst Videospiele und jetzt bringt irgendeine andere Firma, bringt einen neuen Film, einen computeranimierten Film ins Kino, ich sage immer meinetwegen jetzt DreamWorks und Disney. Und du bist der Programmierer und dann sind ganz tolle Effekte drauf und du fragst dich jetzt, wie haben die das programmiert? Mhm. Dann schaust du in dich hinein, was ist die Ursache, dass das in mir aufgeworfen wird? Dass sie nun eine jede Antwort, die der göttliche Geist im Menschen gibt, zu ihrem Herzen sprechen lassen. Das ich will dir damit sagen, dass ich dir garantiere, dass du aus dir die Antworten kriegst. Ich zeige dir mal ganz, ganz spontan eine Kleinigkeit heute Morgen. Dieses letzte kurze Selbstgespräch, Redo, wo du nicht reingestellt hast, kannst eventuell noch mit dranhängen. Da hat hier ja diese plappernde Irene, Pixelmännchen, das wir uns jetzt ausdenken. Die hat ja gesagt, die schreibt nach. Sie hat jetzt hier zum Beispiel Selbstgespräch heute Morgen 156 Seiten. Einen Moment hat es mir gerade geschickt. Wenn ich will, kann ich es einmal mit anschauen. Sie übergibt mir das jetzt. Jeder, das hat auch deine Diana, ich rede jetzt mal wieder bröslich ein bisschen, die hat gesagt, wenn wir immer so Erweiterungen von unserem Folger reinstellen, dass das die meisten nichts bringt. Das bringt dem, was der sich hinsetzt, die Mühe macht, ein Selbstgespräch nimmt und das jetzt Wort für Wort aufschreibt, so wie es deine Diana gemacht hat bei ihren ganzen Gesprächen, wo sie geschrieben hat. Und dann schaust du einfach mal, du schreibst das erste Mal, das ist ein Selbstgespräch, du schreibst es hin, wenn du die Reife hast, wenn du neugierig warst. Und dann wirst du Wunder erleben aus dir ohne Ende. Ich lasse das einmal durchfahren. Und dann wirst du inspiriert, dass du vom Hundertste ins Tausende kommst. Und da schaue ich jetzt da noch und da schaue ich da noch. Du hast doch den Computer, du hast die Übersetzer, du hast den Gematrie-Explorer, dann schaue ich da noch, dann schaue ich, ja, wer macht denn das? Da habe ich doch keine Zeit dazu, höre ich dann von dem Leben. Ja, zu was hast dann du Zeit? Dich zu ärgern, auf Demonstrationen zu gehen, gegen irgendwas anzukämpfen, zu schimpfen, Geld verdienen? Redo, wenn du von morgens bis abends die Dora studierst, würde ich der Tod nicht finden und ich sorge dafür, dass du hier definitiv jeden Tag genug zu tun hast. Eine ganz normale, ich sage mal, eine Hausfrau. Ja. Nur neugierig geworden. Wo kommt das Wissen her? Ich denke mir jetzt, das hat die Irene geschrieben. Aber das ist ihr doch eingefallen, dass ihr das alles nachschaut. Das ist der Hintergrund von einem Selbstgespräch. Und das ist bei weitem noch nicht alles, weil ich dir sage, ein Wort ist ein 400-Seiten-Buch in einem streng arithmetischen Raster. Das ist nicht irgendein wildes Wischi-Wischi, das wir uns hinbiegen. Dass Sie also selbst Stellung nehmen dazu. Das heißt, ich lasse dir das einfallen. Diese Wunder, die du erlebst, wenn du in Dennach reingehst mit einem Redo-Programm, die Diana erlebt, diese Sache, was das mit einem selber macht, wenn man mal anfängt, was dir plötzlich Sachen in den Sinn kommen. Nein. Du hörst doch keine Stimmen, irgendwelche Fremde, so wie bei den Esoterikern, die dann ihre Visionen haben. Du schaust was nach und alles passt plötzlich. Alles, was du nachschaust, das setzt sich wie Puzzlestücke zusammen. Das sind die Wunder. Das sind die ersten kleinen Wunder, die du erlebst in deiner Verwandlung. So wie sie guten Willens sind, werden sie erkennen und die Kraft des Wortes verspüren. Und dies wird ihnen geistigen Vorteil eintragen. Und darum fürchtet nicht die Menschen,
die euch zur Verantwortung ziehen wollen, sondern verantwortet euch mit ruhigem Gewissen. Der euch lehret, der legt euch auch die rechten Worte in den Mund. Und es wird keine Frage geben, die ihr nicht beantworten könnt. Du wirst doch wohl nicht glauben, wenn wir jetzt Dianas Ansprache nehmen, dass da die Diana irgendeinen Hauch von einem Einfluss drauf gehabt hätte, das Feuerwerk, das die im vorhergehenden Selbstgespräch abbringt. Das ich benutze euch, ich benutze dich, um einen Gematrie-Explorer zu schreiben, ich benutze die Andrea, sie um das Programm selber zu entwickeln, ich benutze meinen Folger für die Zeitungen, für die Zeichnungen, die viele, diese Erweiterungen, ich benutze jeden. Ich habe früher immer wieder gesagt, wenn du in einem alten Schreibstift, ich führe dich. Du bist derjenige, der sich das denkt. Schreibt jetzt ein Kugelschreiber ein Gedicht oder eine wissenschaftliche Abhandlung, eine Doktorarbeit oder schreibt der Kugelschreiber das nicht? Nein. Zwei Seiten. Ja. Mir definieren, wie definiere ich Schreiben? Farbe aufs Papier bringen oder irgendwie Tasten reinhacken, dass der Computer die Buchstaben auf dem Bildschirm in den Speicher reinkriegt. Das macht der Schreibstift. Aber sucht er sich raus, was er schreibt? Das muss ihm doch einfallen. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass der Goethe, den du dir jetzt ausdenkst, ohne mich überhaupt irgendeine Zeile zu Papier gebracht hätte. Oder die ganzen Musiker, die Komponisten, der Grönemeyer, wie sie auch alle heißen, diese Texte, die sind ihnen eingefallen. Das Problem ist, ich habe sie ihnen geschenkt und die machen auf den Kohle damit. Warum schenken sie es nicht weiter? Das Grundprinzip bei Holofeeling, alles wo Holofeeling ist, kostenlos. Die ganzen Bücher, die Vorträge, alles. Man bekommt es und man gibt es weiter. Ein vollkommen neuer Ansatz. Aber da muss irgendeiner muss den Ersten machen. Du musst der Erste sein in deiner Welt, der sich verändert. Weil die Welt um dich herum ist immer noch die Spiegelbilder deines Charakters. Bist du dann wirklich so ein Schauspieler, was, dann kannst du trotzdem böse um dich herum, aber das sind dann auch bloß Charaktere, die wir brauchen für die Geschichte. Für jeden Krimi brauchst du Gute und Böse. Für einen Krankenhausfilm brauchst du Gesunde und Kranke, sonst wird es die Filme nicht geben. Wenn du irgendeine Kleinigkeit nicht haben willst, zerstörst du das heilige Ganze. Denn wen Gott erleuchtet hat, der verfügt auch über ein Wissen, das er jederzeit anwenden kann und auch anwenden wird zum Segen der Mitmenschen. Amen. So, und jetzt schauen wir hier ganz kurz diesen Bellizismus an. Das kommt vom Krieg, vom Bellum. Und pass auf, nur ein Wort. Ich sage, jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch. Ich will dir mal zeigen, wie weit es führt. Wir haben hier mal das Bellum. Wenn wir uns hier das jetzt reinstellen, das ist der Krieg. Und ich habe in vorhergehenden Selbstgesprächen schon auch im Griechischen, das geht auch im Sanskrit, in allen Sprachen jetzt, Indogermanisch oder wir gehen ins Hebräischen, in die Grundlagen rein. Wichtig, wir schauen uns nur die ersten drei Buchstaben an. Und jetzt ist es ja so, dass wir ein arithmetisches System im Hintergrund haben. Damals hast du mal dieses BL. Wenn wir das jetzt hebraisieren, wie ich das nenne, lassen wir zuerst einmal den Vokal draußen. Machen wir das ganz, ganz kurz. BL. Und du hast jetzt das Augenmerk, den Bedacht, den Sinn, die Sorge, wird normalerweise auch nicht oder ohne übersetzt. Das ist einer dieser vier Wörter, die auch unter anderem als eine Verneinung gelten. Und wichtig ist jetzt nur im ersten Moment die Rot-Blau-Lesung. Das heißt, das im Mitten verbunden in dem Licht, das ist so immer die Lampe im Projektor da außen, Bollard, die ganzen Schattenlichter um dich herum. Unser Beispiel mit dem Dia-Projektor oder Dia-Beamer. Und das reduziert mir dann irgendwann einmal auf unsere VR-Brille. Übrigens hier, Gott. Ja. Jetzt kann man da natürlich den Vokal, das Bell, mit einem LF schreiben. Und jetzt kriegst du schon in Gott. Also der Griech findet in Gott statt. Der Griech ist übrigens, was du jetzt feststellen, 33 sind deine Gedankenwellen. Ja. 33 das Ausgedachte. 3 als 3,3 gelesen, hebräisch Gag, wenn du das eingibst, dann kommst du zum Dach, zum Ausgedachten. Und wenn man 3,33 als Gall lesen, heißt das Welle, aber auch eine Haufe, die aufgeschmissen wird. Das ist das Teilchenwellenphänomen in der Physik. Genau. Okay, ja. Jetzt pass auf, jetzt haben wir natürlich noch eine Möglichkeit. Wir können dieses BL auch mit einer 70 schreiben. Mhm. Das ist der nächste Vokal. Und jetzt wirst du zum Besitzer, zum Eigentümer deiner eigenen Gedanken. Dazu musst du aber eine Heirat begehen, du musst dazu diese Segerwinne Kaber, du brauchst eine Frau dazu und die Frau steht für deine Logik. Und dann beginnst du mit der zu ficken. Ficken heißt hin und her bewegen, auf und ab. Du denkst dich rein, du besitzt, du beherrschst und du begattest alles. Der Gatte, der Herr, blau gelesen.
Darum ist der Herr der Gatte der Besitzer einer Frau. Das heißt, der Besitzer einer Logik. Aber die Logik ist noch Frau U, die ist noch extrem wild. Ja. Ich habe das Fragebogen, sage ich immer. Ja. FRA. Diese Logik wiederum, diese wilde W, ist ein doppelt auf Illet heißt das Kind, ein doppelt aufgespanntes Kind. Es wird dann sehr interessant mit dieser wilden, dieser Frau, die wir gebogen haben in dir, dass dieses Wilde in dir ist, dieses unüberlegte Hinaushauen von irgendwelchen Meinungen, die du geistlos nachäffst. Aber jetzt pass auf, das ist jetzt einmal zuerst das Spell. Und wenn wir uns jetzt das Spell anschauen, jetzt gehen wir rein ins Lateinische und dann wirst du feststellen, da hast du jetzt zuerst einmal Siefel. Wir wissen im Hebräischen, ich springe nochmal rein, unser sogenanntes Waff, wenn du unten hinschaust, immer da unten hinschauen, das sind zuerst einmal ganz grob, ich weiß, im Hebräischen, in der klassischen hebräischen Sprache, wird dieses Zeichen als WVOU dargestellt. Wir machen jetzt praktisch aus dem Bell und B ist gleich W. Du hast jetzt genau diesen Sprung, dass wir aus dem Bell, steht jetzt hier, sieh, jetzt hast du mal Fell. Also schauen wir uns hier mal dieses Fell an. Dieses lateinische Wort. Und jetzt kriegst du sofort eigentlich ein Imperativ. Was ist das? Eine Befehlsform. Übrigens bei meinen 10 Geboten, dieses du sollst nicht, das sind keine Befehlsformen, sondern Imperfekte, das sind Vorschläge. Ja. Von Volvo. Volvo wissen wir, interessantes Astrollen. Springen wir da ganz kurz rein. Da kommt die Evolution her. Volvere. Ex-Volvere, das Volvo, das Fliegen oder in die Höhe schnell. Du wirst dann irgendwann einmal merken, Wellen begehren, Volvo, Werdere drehen, wir landen hier in dieser Schiene. Involution, Exvolution. Exvolution ist Evolution, steht für Ex, heißt herausrollen, die Höhe fliegen, wir bauen eine Gedankenwelle auf und die stürzt dann wieder in sich zusammen und dann taucht die nächste auf. Und interessant ist, dieses Feld, diese Befehlsform, Befehl, heißt zwei Fehl. B ist der zweite Buchstabe, Befehl, zwei fehlen. Und diese zwei, die fehlen, ist praktisch die Geburt von was aufgespannt. Das ist der Befehl, zwei fehlen, das heißt auch Order. Das wiederum hebräisiert mit 70-200 perfekte Generation. Der geöffnete Berechnung. Haben wir ja tausendfach durchgespielt. Aber lass uns das Feld einmal weitermachen. Das heißt hier also Niem, das heißt in Schlamm etwas vor sich hinschlummern, schlafen. Was du willst. Creatio ex nihilo. Dieses Creatio heißt nämlich auf Lateinisch auch etwas auswählen, eine Auswahl. Du wählst etwas aus unendlich vielen Möglichkeiten aus. Was machst du, wenn du am Computer sitzt und ins Internet gehst? Und du holst jetzt dir irgendeine Internetseite auf dem Bildschirm. Ja. Dann wählst du eine Internetseite aus, von unendlich vielen. Das eine oder das andere. Jetzt wird es nämlich interessant, weil jede Internetseite, die du auswählst, egal welche Internetseite du mir zeigst, sage ich tausende Mal, ich zeige dir tausend Internetseiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil, das andere oder was ganz was anderes behauptet wird. Genau. Wieso lebst du in dem Wahn, dass du glaubst, die Seiten, die du nachäffst, das Zeug auf den Seiten noch extrem einseitig ausgelegt, dass das ist, was stimmt und alles andere ist Lüge? Wenn du anders programmierst, wirst du das genau andersrum sehen. Das heißt, einmal gesetzt oder zur Trennung mehrartiger Dinge. Das heißt, im klassischen Sinne wird dieses Fell, wenn du ein bisschen Altlateiner bist, schlichtweg und einfach als oder übersetzt. Aber da haben wir schon wieder unser O, da denkst du immer an das Kreisen und das DR heißt geöffnete Berechnung. Und diese geöffnete Berechnung, dieses DR, Generation, eine Gedanken. Eine Generation. Das ist ja. In der Bibel übrigens, wird es übersetzt, die Geschlechter. Sohn vom Sohn, genau. Vom Sohn, vom Sohn. Das Ganze spitzt sich in einen K-Reihe-S-Lauf auf. Das heißt, wie ein Spiegelbewusstsein. Und da ist jetzt plötzlich Licht auf. Ja. Aber dieses La, Uff, ist ein auseinandergeschmissener UB. Ja. Aufgespannte Facetten. Ja. Interessant, wie das immer schön passt, wenn man die Vordersprache beherrscht. Ja. Jedes Wort ist eine Schöpfungsform von Gott. Ja. Als eine geöffnete Berechnung. Das ist die Form, eine Form L, eine Form von Gott.
Wir können das L mit 70 schreiben, eine Form, die hochgehoben wird wie ein Joch, aus der sich gedachte Phänomene generieren. In meinen Upanishaden heißt es, vor Beginn der Schöpfung gab es nur Brahman. Das Absolute, das Unendliche, das Ewige. Ich bin der, der ich bin. Der blaue UB ist ein Gedanke, den du erschaffst. Das heißt, ich bin, du bist jetzt als Geist, der sich jetzt den Udo und den Redo und sich selbst ausdenkt und die Welt und eine Erdkugel, was immer nur existiert, wenn du es denkst, das eine wie das andere. Du bist viel mehr UB wie ein ausgedachter blauer UB. Der ist nur ein Geschöpf von dir jetzt. Also ich mache mich nicht groß, ich lebe nicht in einem Größenwahn, ganz im Gegenteil. So, das ist oder zur Trennung von mehrartigen Dingen, wobei die Annahme des einen der subjektiven Meinung oder Wahl überlassen wird. Der subjektiven Meinung, aber die subjektive Meinung, die du vertrittst, das ist nicht deine Meinung, es ist die Meinung, die du geistlos nachhängst. Ja. Was ist jetzt Putin? Der hat die ganze Zeit nicht existiert. Das ist jetzt ein Gedanke. Wie definierst du den? Wie denkst du dir denn aus? Ist er gut oder böse? Und du wirst jetzt merken, dass du zuerst einmal alles um 180 Grad drehen musst. Das personifizierte Böse. Und das nimmst du jetzt einfach mal so hin. Drehst um 180 Grad. Ist nicht der Putin und Russland. Ganz im Gegenteil. Du wirst in einer offiziellen Zeitgeschichte feststellen, es ist genau denen, die hier die Macht an sich reißen, die dich mit Corona verarscht haben, wo ja noch ein bisschen einigermaßen gegangen ist, mit Impfgegnern, Impfbefürworter, aber jetzt passiert was Eigenartiges mit dem Putin. Es ist eine Breitseite, das komplett die ganze mediale Landschaft, die du nachhilfst, wenn du ins Fernsehen gehst, wenn du eine Zeitung aufmachst, eine einseitige Meinung vertritt. Eine absolut einseitige Meinung. Der Putin ist böse, der ist schuld und wir sind die Guten. Wir sind gegen den Krieg, wir sind gegen die Zerstörung. Und du wirst die Hintergründe, wenn du schaust, ich kann immer wieder nur sagen, das ist jetzt das, was nicht angenehm ist und schon gar nicht für die Reichen der Welt, die wir uns jetzt natürlich ausdenken. Du wirst aber nicht glauben, dass irgendein Gedanke, den du denkst, mächtiger sein kann wie der Denker, der sich den denkt. Wie oft erzähle ich dir das? Das ist keine Spinnerei, ich rede jetzt mit einem Geist. Du bestimmst über alles. Du bestimmst, ob der Putin gut oder böse ist und du bestimmst auch, ob das, was du jetzt hörst von dem Lautsprecher, von dem Bitzelmännchen Udo, ob der ein Schwätzer ist oder kein Schwätzer ist. Ich werde mich da nicht einmischen. Ich sage, du hast recht, egal wie du dich entscheidest, das ist ein bisschen richtig. Okay, aber jetzt pass auf. Ich habe im vorhergehenden Selbstgespräch immer wieder darauf hingewiesen, subjektive Meinung oder Wahl überlassen. Ich habe dir doch die Freiheit gegeben. Du weißt bloß nicht, wo deine Freiheit liegt. Deine Freiheit liegt nicht darin, dass du glaubst, das, was du definierst, ist einzig richtig oder dass du dir raussuchen kannst, was du denkst. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er denkt. Ja. Da bist du komplett freigesprochen wie der Kugelschreiber, egal wie viele Fehler ein Kugelschreiber schreibt. Egal wie viele Fehler, wenn du mit der Maschine schreibst, deine Finger da in die Tastatur reinhämmern, weil sie sich nicht ganz an die Rechtschreibregeln, an die aktuellen halten. Die sind alle nicht schuld, das sind ausgedachte Dinge. Was ausgedacht ist, ist nie schuld, dass es so gedacht wird, wie es gedacht wird. Wenn da einer schuld ist, ist es zuerst einmal der, der sich's ausdenkt. Und jetzt musst du den Sprung gehen über den Schauspieler hinaus, über den träumenden Geist hinausgehen. Da muss ja einer da sein, der den träumenden Geist sich ausdenkt. Okay. Ich. Du bist der, der sich selbst ausdenkt, aber du denkst dich jetzt nicht mehr als Trockennasenaffe, sondern als träumender Geist. Und dann bist du mit einem Fuß aus dem System draußen. Aber jetzt pass mal auf, wir schauen uns jetzt doch mal einfach eine Kleinigkeit an, zum Beispiel das hier. Ich nehme nur einen Satz. Ich bin natürlich als böse Udo, sag ich mal, ich kann nicht einmal Englisch, aber wir haben ja Maschinen, da muss Maschinen übersetzen, was dort da steht. Die Not des Menschen hängt von der Absicht oder der Moral ab. Das ist übrigens absolut verkehrt übersetzt, aber es stimmt ein bisschen. Es ist ein bisschen richtig. Und darum schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Und zwar bleiben wir hier zuerst einmal gleich jetzt stehen bei dem Wort Moral. Was ist Moral? Da bin ich tausendfach drauf eingegangen. Moral ist das große Problem. Die Bitterheit Gottes können wir hier lesen. Die Bitternis Gottes. Ja. Ein Moralist. Moralinsauer. Es ist hier einfach dieses Wort Moser im Hebräischen. Ein Moserer, der über alles rummosert. Ja. Moser. Das ist das hebräische Wort für Moral. Aber viel interessanter sind diese Sachen, das ist ein Angeber.
Ich habe tausendmal erklärt, ein Moralist ist ein Angeber, der ganz felsenfest davon überzeugt ist, den geistlosen Schwachsinn, den er nachäfft. Die Einseitigkeit ist das einzig Richtige. Egal, ob es ein religiöser Eiferer ist, ein Moralist ist. Ein Moralist ist ein Angeber, der bestimmt, was angeblich richtig ist und was verkehrt ist. Und das ist schon die erste Entheiligung. Und es ist ein Anschwätzer, der jeden anschwätzt, der nicht seiner Meinung ist. Der Belehrungen raushaut, einseitige, der jeden denunziert, der eine andere Meinung vertritt. Ein großer Ermahner mit erhobenen Zeigefinger. Und das ist die Fessel, das ist dein Gefängnis. Von Zucht und Züchtigung, ich werde dich Moralisten züchtigen, glaub es mir. Der untere Satz ist der schöne, oder? Der Untersatz? Moralisten sind die größten Angeber. Richtig, weil sie laufend angeben, was richtig und verkehrt ist, gut und böse, oder. Ver. Ja. Und sie denunzieren einen als unmoralisch, stumm, unwissend oder gar böse, wenn man nicht ausschließlich ihre Meinung vertritt. Ich sage dir jetzt, Putin ist der einzig Gute. Das Böse in deiner Welt ist die USA, verbunden mit Jerusalem im zionistischen Sinne. Antisemitisch, habe ich so oft gesagt, das antisemitischste Volk in deiner Welt sind nicht die Deutschen oder irgendwelche Nationen, es ist Israel. Ja. Wenn ich weiß, was Semiten sind. Genau. Es sind die Semiten, die mit allen anderen Semiten zerstritten sind. Ja. Am Gängelband der Bolschewiki. Ja. Das ist jetzt das alte Russland, das sich ja hier wieder aus der Asche erhoben hat. Das ist aber Zeitgeschichte, das ist Märchengeschichte. Es geht hier nicht um Einseitigkeiten, sondern um eine ständige Verwandlung. Aber lass uns das jetzt einmal noch weitermachen. Wir schauen uns das einmal einzeln an, wir es jetzt vor Bühne. Wir können das einmal zuerst Maschinen übersetzen, dann schauen wir uns die Worte, das Vermögen des Menschen. Jetzt ist natürlich das Vermögen des Fortuna, was wir hier machen, das haben wir ja auch im Hebräischen. Da haben wir jetzt, Fortuna ist hier schon mal der Reichtum, aber lass uns das einmal im klassischen Sinn nehmen. Die Fortuna ist zuerst einmal das Schicksal und das Glück. Genau. Es ist pures Schicksal, das du kriegst. Das ist unser pur. Das Belustigen, das Segen, das Glücklichmachen, das Glücklich Fortunare. Die Göttin Fortuna. Aber pass auf, der Reichtum ist die Glückseligkeit, eine absolute Glückseligkeit, die du nur mit Holofeeling-Ringen bekommst. Und Populi ist ja im Klassischen die Population, mal allgemein, Populi ist das Volk. Ja. Das Volk, die Menge, das Publikum, die Nation. Nation ist kein böses N-Wort oder wie Neger. Es sind ganz einfache, wertfreie Beschreibungen. Eine Nation ist ein Geburtsland. Eine Nation, in der ich jetzt als Brösel mich befinde, mich geburtsrechtlich hier als Trockennasenaffe zugehörig, den Staat. Oder definitiv, ein Neger ist negroid, ist ein dunkelhäutiger Mensch. Wenn ich jetzt da ein böses Schimpfwort draus mache, das ist doch schon wieder eine vollkommene Entheiligung, eine Angabe von einer Einseitigkeit. Stimmt oder stimmt? Also wir haben jetzt ein glückseliges Volk. Und dieses glückselige ist Posita est in unius. Das heißt, die Position ist in der Mitte. In einem hinterlegt, wird jetzt hier übersetzt, aber die Position ist in unius, in dem Universum, in den Hineinsgekehrten. Das ist eigentlich nur einer. Ja. Ein Er. Ich schreibe das ein nicht existierendes R-Quadrat. Sind wir zwei. Es ist in uns drin. Genau. Ich vor dem Bücherregal und du als zurzeit einer, der hier in seine Traumwelt hineingeht. Momentan noch vollkommen unbewusst. Und das Ganze, und jetzt haben wir dieses Fell. Das sind die Absichten oder die Moral. Wobei dieses Voluntade, das ist Morbius, ist Moral, das haben wir gerade schon gehabt, das schauen wir uns auch noch an, um das einigermaßen vollkommen zu machen, das ist der Wille. Wille oder Moral? Will ich oder will ich nicht? Jetzt haben wir nur drei Buchstaben, kleine drei Buchstaben angeschaut, hier von unserem Berg. Ja. Da waren wir. Bill. Das ist jetzt nur das erste, hier. Bill. Fell, Entschuldigung. Ja, Bell. Sorry, da wollte ich hin. Nur das Erste. Jetzt können wir natürlich da noch reinfahren. Jetzt schauen wir uns mal das Bilur an. Und das ist die Reise, die passiert mit Holofeeling, dass wenn man sich die Zeit nimmt, jetzt wirst du plötzlich zu einem Tier. Ein schwerfälliges, großes Tier, ein Elefant, ein Löwe. Das ist jetzt sehr allgemein eigentlich ein Untier.
Aber dieses Ungier, schau, was da passiert. Das ist im menschlichen Denken. Im Kopf der Person, im Kopf des Menschen sind diese Ungier. Die Monster. Auf Gedanken. Das sind deine Gedankenmenschen. Das sind die ganzen, wo ich sage, was sind Menschen jetzt? Das sind Monster. Ja. Demonstro. Einfach nur den Monstro, die demonstrieren, die ihre Geistlosigkeit, die auf die Straße rennen. Früher hat ein bisschen für Impfen, für die Solidarität, diese unendliche Krankheit, vollkommen gesunde Menschen waren plötzlich Aussätzige. Es ist der Judenstern, es ist so, es ist reines Nazitum, das du zurzeit erlebst, über Jerusalem und über die Geldmacht. Und jetzt ist die Presse vollkommen gleichgeschaltet. Selbst eure Schweiz hat das erste Mal ihre Neutralität verlassen und hat sich jetzt auf die Seite der NATO geschlagen. Und wenn du das historisch siehst, die Gesetze, die ganzen Kriegsverbrechen der letzten 100 Jahre sind nahezu zu fast 100% Amerika zuzuordnen, im Geheimen. Das ist übrigens kein Geheimnis. Und die ganzen Verschwörungstheorien, das ganze Zeug, die zündeln an allen Ecken und Enden, die stürzen hier die Ukraine, die du dir ausdenkst. Da habe ich Updates vor vielen Jahren schon gemacht, wie der Umsturz war. Ja, ja. Die zündeln überall. Und ihr seid einfach nur Knechte, Vasallen an diesem System. Aber da musst du nichts verändern, weil du bist ein träumender Geist und ich sage, du musst der werden, der sich überhaupt nicht mehr einmischt. Genau. Du beobachtest, was in dir sich abspielt. Deine Traumwelt, du beobachtest deine Traumwelt. Dein Ziel ist nicht mehr den Führerscheinprüfungsbogen, diese Welt, die so extrem voller Fehler und Ungerechtigkeit ist. Richtig zu machen, gut zu machen, weil dann wäre es ja nicht schlecht. Dein Ziel ist die Mitte, in der du dich eigentlich im Meer befindest. Das ist meine Sache mit den aufgeschmissenen Gedankenwellen, mit dem ausgedachten Mittelpunkt. Also wir können hier jetzt noch reingehen, da kriegst du jetzt plötzlich auch den Wolf, das ist der Lupus. Aber das ist natürlich auch, weil wir immer momentan haben wir Probleme über die zwei Seiten. Und ich sage, wo zwei Seiten sind, sind schon vier Seiten. Da bin ich tausendfach drauf eingegangen. Wenn du das immer wieder vergisst, solange du dir noch den Kopf zerbrickst über Einseitigkeiten, müssen wir da gar nicht recht viel weitermachen. Und dann kommst du hier, jetzt gehen wir schon, jetzt wird schon interessant, jetzt kommt schon der keltische Sohn in Gott. Das ist übrigens auch so eine Sache, wenn man jetzt den Sohn, zum Beispiel einfach mal durch den Sohn, der Krieg ist übrigens, schau mal, was ist eigentlich ein Krieg? Eine bewaffnete Auseinandersetzung. Da müssten wir jetzt aber zuerst einmal schauen, was sich auseinandersetzt. Das sind zuerst einmal die Waffen, weil die nämlich diese doppelt aufgespannten Affen, die alles nachäffen, nämlich sagen, hier bin ich und da außen ist die Welt und ich habe mit der Welt, die ich mir ausdenke, nichts zu tun. Es ist schlichtweg und einfach, Krieg ist die Beharrlichkeit, die Hartnäckigkeit irgendeiner Rechthaberei. Das ist das althochdeutsche Wort für Krieg. Es ist einfach nur eine einseitige Rechthaberei. Es ist ein Bestreben, und ein Widerstreben. Und das Ganze, das Streben und Widerstreben spielt sich um eine Ebene ab. Das ist der Wellenberg und der Wellental. Bist du jetzt oben oder unten? Wie definierst du das? Interessant, wenn du jetzt die Wolken oben anschaust, dann sagst du, ich bin unten. Schaust du am Boden runter, sagst du, ich bin oben. Oder bist du immer an derselben Stelle? Dieses Prinzip musst du verstehen, das wird in deinen Schulen nicht gelehrt. Da will ja keiner was davon wissen, weil die so extrem fehlerhaft sind. Und jetzt machen wir ganz einfach mal den Sohn. Im Hebräischen unser Ben. Und da ist es ganz einfach, wenn wir hier nur in die Etymologie reingehen, dann kriegst du hier schon immer diese Lautwandlung zwischen Sun und Sun, zwischen den Helium. Des Suna und dann landest du irgendwann einmal beim Gebären und Erzeugen und da haben wir jetzt den Geber, die männliche Potenz. Ja. Und jetzt, wenn ich dann da reingehe, dass GE Quadrat zu einem Bar wird, zu einem äußeren wird, das ist, jede Seite wird, das ist ein streng arithmetisches System. Du wirst jetzt der Erzeuger, Creatio ex nihilo. Wer erschafft in dir eigentlich deine Gedanken? Doch du selbst, du denkst es dir doch. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt so geistlos sein kann, wenn man das überhaupt, es kann doch kein Geist da sein, wenn das einer nicht akzeptiert. Ja. Du hast doch bis da, du vor Holofeeling in dem Wahn gelebt, dass du geglaubt hast, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Genau. Das ist doch genau jetzt, jetzt denk an das heliozentrische Weltbild. Ja, wer erschafft es denn sonst? Und wo ist das jetzt?
Es ist eine Information, du hast aus deiner Datei deines Wissens, das du zum Denken benutzt, das du geistlos nachhörst, eine Vorstellung aufgebaut in dir, ein heliozentrisches Weltbild. Wie wäre das, wenn man dir was anderes erzählt hätte? Ja. Wenn man dir in der Schule erzählt hätte, die Welt ist eine Scheibe oder eine Hohlkugel oder was auch immer. Sobald einer in dir auftaucht, der wo was anderes behauptet, den schältest du Lügen. Gibt's Krieg? Du bist ein Leier, dann gibt's Krieg. Wie kann man das behaupten? Jetzt gehen die Leute, der böse Massenmörder, der Kriegshetzer, Putin, das stimmt doch überhaupt nicht. Hör dir doch einmal Putin reden an. Er weist seit Jahren darauf hin, lasst es, wir haben doch ausgemacht, dass wir hier die Zone, dass wir da nichts machen. Die NATO ist doch immer noch mal eins, das nächste in Europa, noch mal eins dazu, noch mal eins dazu, mal schauen, wie lange er mitspielt. Und jetzt ist er der Böse. So, da haben wir jetzt den Zonengott und jetzt kommen wir dann irgendwann einmal in die Belgier. Das ist übrigens, schau mal, ganz nebenbei, schau mal Brüssel an. Ja. Schau mal, was in Belgien alles ist, wo Belgien sitzt. Ja. Was in die NATO, NATO-Hauptquartier, Europäisches Gier. Parlament, das ist die Gier in diesem Joch, in diesem Belgien. Das sind symbolische Bilder, nochmal. Wenn ich zu dir sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, hat es überhaupt nichts mit einem Krug zu tun, den würdest du dir gar nicht ausdenken. Du denkst dir auch keine Lügen mit kurzen Beinen aus. Aber wenn du an Belgien denkst und an Brüssel denkst, dann denkst du an eine Hauptstadt, die da außen ist. Die ist natürlich auch da außen, wenn du nicht dran denkst. Das Brüssel ist jetzt in deinem Kopf. Was baust du bei dem Wort Brüssel auf? Steckt der Rüssel mit dran. Das ist die NATO, das Europäische Parlament. Was hat das Europäische Parlament zu tun? Schau dir vorhergehende Selbstgespräche an, geh in dein Internet. Wir bleiben mal noch mal einen Sprung in Corona. Da werden Milliardenaufträge an die Pharmaindustrie gegeben. Denken wir uns jetzt aus, wohlgemerkt. Ich sage nicht, dass da außen irgendwas ist. Wir halten ab jetzt das erste und das zweite Gebot. Wir machen uns kein Bild mehr von irgendwas dort oben am Himmel, wenn wir uns ein heliozentrisches Weltbild ausdenken. Wir wissen, es ist ein Programm in unserem Kopfkino, bauen wir jetzt die Bilder in Maussetzung dieses Programms auf. Das ist übrigens, dieses Denken mit dem heliozentrischen Weltbild ist so extrem voller Fehler, wenn man genau hinschaut. Das sind auch so Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die dann einfach weglassen werden, weil wer muckt schon auf, wenn du studierst oder selbst ein Professor, wer muckt denn gegen seine Professoren auf? Ja. Die auch nur nachhelfen. Das mauert sich selbst zu. Aber wir bleiben aber den Corona-Auftrag. Dann sind einige Abgeordnete in diesem Europäischen Parlament, die sagen, was habt ihr eigentlich, wer hat eigentlich die Verträge geschlossen? Dann verlangen die, dass die Verträge, zumindest die Abgeordneten, die Verträge sehen dürfen. Dann kriegen sie ein Backenpapier, wo über die Hälfte fast geschwärzt ist. Und jetzt du mal recherchieren, wie viel diese Abgeordneten den europäischen Ländern an Steuern kosten. Das ist alles nur heiße Luft. Es ist alles nur heiße Luft. Habe ich aus das Medium heraus. Und bei Holofeeling ist es, du machst dir kein Bild mehr von wirken, was da draußen ist. Genau. Es ist ein Führerscheinprüfungsbogen voller Fehler, wo du irgendwann einmal die Gier erkennen musst, der NATO, die Gier des Europaparlaments, der Abgeordneten. Eine Mischung germanischer und keltischer Völkerschaften. Das ist dieses Belgisch. Es sind Gestalten in dir selber, es ist alles ganz anders, glaub es mir. Du kriegst vor der Welt, wo ich dich hinführe mit Holofeeling, kannst du so viel wissen, wie jetzt ein Baby im 7. oder im 9. Schwangerschaftsmonat in einer weiblichen Matrix. Du musst dich ab, ich bin gekommen, ich bin nicht da, um Liebe zu bringen, ich bin die allumfassende Liebe, ich bringe dir das Schwert, dass du dich abnabelst von deinem alten Wissen und was vollkommen Neues in dir entstehen lässt, in dir Geist, einen vollkommen neuen Traum. Und darum interessieren mich auch die Menschen, die du dir ausdenkst, überhaupt nicht. Lass die Toten ihre Toten begraben. Meine Botschaft richtet sich nur an einen allereinzigen Geist. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, ich kann nur dich wach machen. Egal, welche Rolle du zurzeit spielst. Und alle, die du dir ausdenkst, sind Untersysteme von dir, die von dir Arschin-Affen werden. Der Udo genauso wie der Redo und der Brösel, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an dich selbst denkst. Der dir am nächsten steht und den du am besten am Leben, am längsten am Leben halten willst. Da kommen wir jetzt zu den Bellator. Jetzt kommen wir die Kriegsmänner, die tapferen Streiter, kriegerisch kriegsführen. Und jetzt ist es, dass du viele findest hübsch und allerliebst und fein und köstlich. Das ist die Hochfinanz. Am meisten Geld wird mit Krieg und mit Krankheit verdient. Es ist die wirtschaftstreibende Kraft, sind die Krankenhäuser, die Pharmaindustrie und das Kriegs.
begehren. Alles andere ist bloß ein lächerliches Drumherum. Das ist das, was ist. Das wirst du irgendwann einmal immer mehr erkennen müssen, dass man das sich auch ganz, ganz anders denken kann. So. Mhm. Und dann schalte ich das aus, weil das nicht so lange ist. Es ist wieder nur ein ganz, ganz kleiner Auszug gewesen. Und jetzt kommt natürlich dieses Spiel, was dir zeigt, wir machen jetzt hier dieses Rot, das rote Russland, immer rot ist Adam. Jetzt sage natürlich auch immer, ich sage, wir sind Deutsch. Ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen. Jedes Volk, jede Religion hat einen Schatz, ein ganz spezielles Wissen im Hintergrund. Und nimm einfach, dass in dir unendlich viel Wissen ist und ich kann mit dir kann nur kommunizieren, wenn ich in einem Bereich bleibe, dass ich auf das bisschen, das auf deinen Schwamm mit drauf ist, zurückgreife. Aber wir haben das Ross und das Russ. Und wir wissen, der Jesus ist das Ross. Und du schaust dir jetzt diese neue, wohlgemerkt nach dem Kommunismus, die neue, seit 2001 gibt es einen neuen Text für die russische Nationalhymne. Und die stelle ich hier in das Update mit dran. Und dann wenn man das geistreich, es ist eine originale Übersetzung, da ist nicht irgendwas hingebogen, bloß wir schreiben das immer alles in Rot, fast alles in Rot, mit der Vordersprache. Und dir geht das Herz auf, wenn du die Vordersprache lesen kannst. Genau. Dann geht dir dein russisches Herz auf. Mhm. Und die ganzen Reden. Und du musst erst einmal deine einseitigen Meinungen um 180 Grad drehen. Und was ich hier noch ganz, ganz kurz dazu mache, ich habe in vielen Selbstgesprächen mein Klingeling-Beispiel. Und wenn du meinst, du hast bisher verstanden, was das Klingeling-Beispiel bedeutet, es sind die zwei Seiten. Und das gilt für alles. Das gilt für Corona und das gilt jetzt auch, wer sind die Guten. Ich sage jetzt einfach mal, die westliche Hochfinanz, die neue Weltordnung, die hier intronisiert wird, der absoluten Entmachtung, dass man das wieder alles zusammenpoppt und wieder aufbaut, wie es immer schon war und was auf dieser Ebene immer so sein werde. Ich will dir doch nicht schön ins Gewissen reden, dass du in eine Welt kommst, wo es keine Zerstörung mehr gibt. Bloß die Zerstörung ist was Positives. Wenn der Säugling zerstört wird und plötzlich hier in dir der Körper von einem Erwachsenen da ist, ist es nicht negativ. Und es ist auch nicht negativ, wenn du ein Greis wirst und sich dann der Körper ganz auflöst, weil du wirklich ein reiner Geist wirst. Ja. Aber du kannst halt nie von unten nach oben sehen. Das erkläre ich immer wieder. Schon in unseren 3x3x3 Wachstumsstufen. Und jetzt pass auf, was ist jetzt nochmal dieses Klingelingeling-Beispiel? Wir haben zwei Seiten. Ich bleibe. Deine jetzige Logik sagt dir, du hörst ein Geräusch und dann denkst du an was. Du hörst ein Geräusch und denkst an der Kirchenglocke, an einen Rasenmäher, an einen Vogel, egal an was. Oder du hörst jetzt zum Beispiel Diana und dann wird das Redo-Programm an eine ganz bestimmte Frau, an seine Frau denken. Ein anderes Programm bei dieser Eingabe erzeugt eine komplett andere Vorstellung bei dem Volumen. Und natürlich immer mit den Wertungen. Das ist normal. Und mein Klingelingeling-Beispiel sagt, du hörst ein Geräusch und ich sage jetzt, und dann denkst du an dein Handy. Und dann fragst du dich, wer ruft mich jetzt an? Ich habe das sehr, sehr oft erklärt. Mir ist wichtig, dass du erkennst, da wir in der Transversalen einen ständigen Wechsel von Einzelbildern haben, die Signale, die sich umformen, du reagierst mit einem Programm und du musst der werden, der das jetzt beobachtet. Und zwar jeden Moment. Katzern, was ist jetzt da? Sonst bist du schon wieder in der Welt der Vergessenheit. Ja. Wenn du Angst hast, das ist wie wenn dir eine Sicherung rausfliegt, dann dreht das Programm. Du musst dich komplett lösen von einer Angst, auch der Angst, irgendwas zu verlieren. Und das ist komplett weg, wenn du wirklich weißt, wer was du bist. Du wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert, die an dir überhaupt nichts verändern. Du selbst, rot gelesen. Der Rote ist etwas Nicht-Existierendes. Und was Nicht-Existierendes kann nicht zerstört werden. E-Quadrat, die Energie in der Einstein-Formel, die weder vermehrt, noch vernichtet werden kann, sie kann nicht vermehrt werden, weil sie El Hayom, sie ist Gott. Und sie kann nicht vernichtet werden, weil Gott ist auch nichts. Und das, was sich dazwischen abspielt, das sind die Gedankenwelt. So, gut, du hörst das Klingeln und jetzt ist es, und jetzt schau in dich rein, was du glaubst, und jetzt kommt das Umdrehen der Kausalität. Du glaubst, dass da außen eine Welt ist, weil du das zweite Gebot brichst, und da ist jetzt einer, der ruft dich an, und jetzt kommt die ganze Erklärung mit Schallwellen, mit der elektromagnetischen Welt, beim Handy, Schallwellen, Klingel, rein ins Ohr, Ambo, Steigbügel, Cochlea, Thalamus. Jetzt sind wir in deinem Schlafzimmer. Meine Wohnung ist ein Schlafzimmer. Nein, das ist noch wesentlich mehr. Da ist auch noch eine Küche, ein Wohnzimmer, und so weiter, aber es ist immer Z im Meer. Es sind Geburten,
im Meer, in dir, in El Hayom. Du wirst hier eigentlich schon erahnen, dass das Deutsch einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Sprachen hat. Es ist nämlich Deutsch in Verbindung mit Ivri, ist wirklich eine extrem präzise Sprache, ein Computerprogramm. Andere Sprachen wiederum, Griechisch hat andere Zeitformen, die haben wieder andere Spezialisierungen, die man auch irgendwann einmal benutzt. Aber das wird jetzt viel, viel zu weit führen, das wäre wie wenn ich einen frisch abgenabten Säugling versuche zu erklären, wie ein Computer funktioniert. Das mache ich nicht. Ich erkläre dir, was du bist. Ich betone das immer wieder. Und jetzt muss dir bewusst werden, dass das, was für dich bisher hundertprozentig sicher erschienen ist, weil es für dich logisch war, drehen wir jetzt um 180 Grad. Das heißt, du schaust einfach, was ist, wie sich die Information in dir austauscht und warum sich die austauscht. Da taucht ein Geräusch auf und du wirst jetzt plötzlich an dein Handy denken zum Beispiel oder an die Haustürglocke oder an den Vogel, wenn es fiebt. Was jetzt wichtig ist, dass du ganz wertfrei daneben stehst und feststellst, du reagierst. Reagieren ist in einem gewissen Maß verbunden mit einer Umformung deiner Information. Es tauscht sich deine Information aus. Und dann fragst du dich vielleicht, wer ruft mich jetzt an? Und jetzt denkst du dir jemanden aus, der nur ein Gedanke ist, der entstanden ist aufgrund des Klingels. Mhm. Und jetzt hast du plötzlich zwei Seiten. Mhm. Bisher war das für dich die eine Seite logisch, dass da außen eine Sinn, auch wenn du nicht dran denkst. Und weil die dich anrufen oder der dich anruft, klingelt dein Telefon und dann gehen Schallwellen hin. Du setzt am Ende einer Kausalkette die Ursache für die Kausalkette. Das ist geistlos. Und was ich dir jetzt erkläre, ist die andere Seite, dass ich sage, du schaust einfach, was da ist. Cut. Schau jeden Moment, was da ist. Du liest den Namen Putin und dann frag dich immer, was ist das für ein Typ? Und du wirst dann erkennen in der Selbstbeobachtung, dass dein Programm einfach nur Einseitigkeiten rezitiert und sobald irgendeiner was anderes behauptet, ist das der Böse oder der Dumme oder der hat keine Ahnung. Und was du jetzt feststellst, dass die Menschen inklusive dir selbst, Tier, nicht dir, sondern Tier selbst, dass die alle nur nachäffen. Bei Corona hat es noch Verschwörungstheoretiker-Seiten gegeben, Querdenker-Seiten und die seriöse offizielle Presse, wir nennen das einmal so, und du hast dich an eine Seite orientiert. Aber jetzt hier passiert, jetzt lege ich nochmal eine Schippe nach, jetzt hast du nochmal mehr zwei Seiten. Es gibt ganz wenige, die da noch darauf hinweisen, die früher Querdenker waren, die sagen, das sind gar nicht die Bösen. Wenn man genau hinschaut, es ist in der Politik, sagen die, ja, ganz unschuldig ist der Putin natürlich nicht, aber der ist zurzeit, das hätte er nicht machen dürfen. Ja, was hätte er dann warten sollen? Nochmal einen Schritt weiter mit der NATO, nochmal einen Schritt weiter mit der NATO? Das ist offensichtlich. Es ist aber von langer Hand von mir vorbereitet. Ja. Das ist das Verrückte, das Spiel hätte ich dir schon längere Zeit vorher, Jahre vorher erzählen können, natürlich immer im Jetzt, wenn man zurückblättert, wenn man das ganze Buch kennt. Das heißt, das ist ein Unterschied, ob du einer bist, der das liest und sich von Seite zu Seite wie in einem Film überraschen lassen muss, was als Nächstes kommt, oder ob du wirklich der Autor bist, ob du es erschaffen hast. Ja. Und du bist der, der es erschaffen hat. Du weißt es bloß nicht, weil du es vergessen hast, weil du dich jetzt mit dem Brösel verwechselst, der jetzt vom Computer sitzt. Mhm. Und es ist ein Spitzespitz mit dir selber. Mhm. Und da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten hier, sich das anschauen mit Holofeeling. Und darum habe ich ganz kurz jetzt so eine Schrift, die Irene, oder wo ich gesagt habe, in der Holofeeling-Seite, wenn du in die Schreibschrifte reingehst. Das sind alles Leute, die mit dem, wohlgemerkt, auch nur Gedanken jetzt. Du musst irgendwann mal den Mut haben, dass du die komplette Verantwortung trägst. Du bist ich. Unser Spiel beginnt mit Ich bin du. Und ich sage dir jetzt erst einmal, musst du einen Zustand kriegen, dass du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Mhm. Wer hat es gemacht? Ja, ich träume es jetzt. Ich kann mich zwar im selben Moment, wo ich schuld bin, auch freisprechen, weil ich sage, gut, momentan bin ich ein träumender Geist und ich kann mir das ja nicht raussuchen. Genau. So wenig wie sich in einer Matrix, nochmal ein Zeuge, die in einer Matrix kann sich nicht raussuchen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Oder ob es eine Kuh, ein Hund, eine Katze, egal, das sind alle Säugetiere. Ein Orangutan, ein Schimpanse, ein Gorilla oder was du Mensch nennst, das bleiben Säugetiere. Aber wer denkt sich das aus? Mhm. Wer denkt sich jetzt das aufgrund von Worten aus? Wer oder was ist das, was sich das ausdenkt? Hat sich in deiner Welt überhaupt schon irgendjemand einmal die Frage gestellt? Und wenn du jetzt zuckst, wirst du feststellen, da tauchen durchaus welche auf, Philosophen, wenn du in die Richtung zuckst, die sich diese Fragen gestellt haben. Aber sie bleiben Gedanken von dir. Das zeigt dir nur, dass du neugierig wirst. Wenn der Udo oder Redo in dir auftauchen,
Das sind nur Zeichen, dass in dir was passiert. Dieses Gesetz der 100 Affen. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, neidisch zu sein. Hör auf irgendeinen Gedanken, den du denkst, neidisch zu sein. Oder vor einem Gedanken Angst zu haben. Weil dann hast du noch nicht verstanden, was du bist und was deine Gedanken sind. Und das ist, was du jetzt hörst, ist das, was 100% sicher ist. Und wenn du das jetzt nicht wahrhaben willst, dann wirst du weiterleiden. Und das lasse ich es gut sein. Super. Wiederholen. Ja. Immer wieder. Selbst jetzt so all die Hasen, ich sage jetzt, ich bleibe mal wieder bröselig wie Redo und Diana, wenn die Gespräche, wenn du hörst, die jetzt der Udo mit Redo oder Diana führt, die werden dir alle sagen, da gibt es kein Selbstgespräch, das man nicht zwei, dreimal anhört und viele dann sogar vor sich hast, wo wie jetzt die Irene anfängt, die hinzuschreiben und sich mit jedem Wort zu beschäftigen und da passieren Wunder über Wunder. Und wenn ich da noch kein Interesse dran habe, muss ich schlichtweg und einfach akzeptieren, dass ich noch ein sehr kleiner Geist bin. Das sage ich immer wieder, da kannst du in deiner Welt, in deiner Rolle, kannst du ein Oberarzt, ein Chefarzt sein, ein Abgeordneter, ein Professor sein. Mein Professor Johannes war übrigens da, ist noch da heute. Der hat auch hier schwer zu knabbern gehabt an der Ansprache von der Diana. Immer noch. Und wo ich sage, da musste ich nicht verrückt machen, das war mal nötig. Aber da läuft nichts verkehrt, wenn du Spaß hast, mach das weiter. Wenn es dich inspiriert, aber bewusst, nicht immer wieder abgleiten, nicht immer wieder abgleiten. Genau. Und das wird dann ein Spiel, spielt man alleine. Das ist auch, das sind alles verschiedene Phasen. Und das kannst du ganz normal, selbst wenn du mit der Bedienung bist oder nur eine Hausfrau bist, egal was, ein Lastwagenfahrer bist wie der BC. Das läuft im Hintergrund mit, weil ich jetzt weiß, mein momentanes Leben ist maßgeschneidert. Dieses Leben, wo ich jetzt habe, habe ich was zu lernen. Du lernst in jedem Leben was anderes und alles, was du lernst, ist gleich wichtig. Es ist nicht wichtig, Physik zu studieren oder hebräische Zeichen zu studieren. Das hast du zu lernen, vor nichts und niemandem mehr Angst zu haben, schon gar nicht vor deiner eigenen Auflösung. Weil solange die Angst noch in dir drin ist, hast du noch nicht verstanden, was du selbst bist. Und du bist Geist, aber nur, wenn du mich sprechen hörst. Und alles, jeden Menschen, den du dir jetzt ausdeckst, ist kein Geist. Es ist eine Information, etwas Existierendes, Vergängliches. Selbst der Gott, den du dir ausdenkst, ist vollkommen in Ohnmacht. Er steht und fällt mit dir. Genau. Er steht und fällt, abhängig davon, ob du ihn denkst oder nicht denkst. Du bist tausendmal mehr Gott wie irgendein ausgedachter religiöser Gott, ob die den Allah nennen oder Jesus nennen oder Buddha oder wie auch immer. Oder Hashem. Das ist die Eigenart, wenn du Geist bist. Und das bist du. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Edge.